Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Mission hier bei der Rouge-Kampagne. Eine, wie ich finde, relativ interessante Mission auf Messers Schneide, da wir tatsächlich diesmal alles kontrollieren können. Es ist nicht so wie in der letzten Mission, dass wir irgendwie nur 4 Einheiten haben, sondern es liegt vollumfänglich bei uns. Und die Hintergrundstory erläutere ich kurz. Die sieht so aus, dass im russischen Gebiet, kämpfen auch Deutsche, obwohl Deutschland schon kapituliert hat. Und die haben da eben die Forschungsanlage für die Atombombe. Und wir müssen jetzt, so schnell es geht, oder nicht so schnell wie es geht, aber wir müssen auf jeden Fall hier Druck ausüben und den Gegner ausschalten und eben dieses Forschungszentrum einnehmen. Allerdings als Deutsche, weil wir offiziell ja gar nicht kämpfen dürfen. Und dementsprechend müssen wir jetzt hier undercover spielen. Und wir kämpfen sogar mit von Richters Truppen, für alle, die die Story dann doch verfolgt haben. Mein Plan war es, also ist tatsächlich jetzt der dritte Durchlauf. Im ersten habe ich es problemlos geschafft. Und im zweiten hatten wir dann das Problem, dass die feindliche Artillerie uns zu schaffen gemacht hat. Deswegen ist jetzt die Überlegung, ob wir vielleicht zusätzlich noch gepanzerte Artillerie bauen. Also der Punkt ist der Feind schickt uns hier quasi alles entgegen, was es nur gibt. Infanterie, Panzer und so weiter. Und wir müssen halt dagegen halten. Am effizientesten geht es mit 15 $ Artillerie. Ist ganz gut. Damit können wir nämlich ganz schnell das MG-Nest hier ausschalten. Dazu haben wir hier leichte Infanterie. Was wir noch bauen werden, gleich, ist hier rechts SDKFZ und noch ein bisschen Infanterie, damit wir den Infanterieansturm, der vom Feind hier kommt, aufhalten können. Wieder eine Panzerabwehr und Artillerie hier und Infanterieabwehr hier drüben. Und dann läuft das Ganze eigentlich recht gut. So, warum ich keine Panzerbasis baue? Ich finde, Panzer sind zwar der Allrounder, aber wenn ich halt gegen Panzer Panzerabwehr einsetzen kann und gegen Infanterie quasi SDKFZ und Infanteriemischung, dann kann ich mir das Geld irgendwie sparen. Es ist jetzt wirklich nicht so, als ob wir zu viel Geld hätten. Also man muss ja immer noch so ein bisschen gucken, wofür gebe ich das Geld aus. Ich weiß nicht, welche Panzer ich bekomme, wie weit ich sie auch forschen muss. Deswegen denke ich mal, hier Einheiten, die ich nicht wirklich erforschen muss, sind da deutlich sinnvoller. So. Können wir auch gleich einen neuen Block Infanterie da drüben bauen, damit wir einfach das Nachschubdepot einnehmen können. Das sieht gut aus. Die Artillerie kann man mal in Stellung bringen. Genest hat ja noch Zeit, bis die Infanterie da ist. Ah, ich hätte die Kaserne vielleicht ein bisschen weiter vorne bauen sollen. Und vielleicht hätte ich hier nochmal ein, zwei Einheiten mehr bauen sollen. Aber dann denke ich, passt das. Immer noch die Panzerabwehr. Das sieht gut aus. Muss also wir das ganz gut unter Kontrolle haben. So, der SDKFZ darf jetzt halt nicht sterben bei der Offensive. So, können wir die auch mal so ein bisschen zurückziehen, damit wir noch nicht in Reichweite der Sturmgrenadiere da oben kommen. Und jetzt können wir hier quasi verlustfrei Pioniere da oben ausschalten. So, und jetzt müssen wir hier noch die Flak ausschalten. Und da würde ich tatsächlich hier noch eine Einheit Panzerabwehr reinstellen. Hier drüben auch noch eine Einheit, dann haben wir das meiste hinter uns. So, und den SDKFZ stellen wir hier hin, weil der Feind hat da vorne tatsächlich leider Panzerabwehr. Und die Panzerabwehr müssen wir so schnell wie möglich ausschalten. Ich wollte gerade sagen, so, das ist jetzt auch nicht gut. So, und dann läuft es aktuell alles größtenteils nach Plan. Wir haben das Nachschubdepot hier ist so ein bisschen eine Falle, der hier, wie erwähnt, Panzerabwehr hat. Ich muss die Pack hier auch gleich stehen lassen. Ich will die davon abhalten, irgendwie meine Artillerie. Auch nur, es muss ja nicht mal sterben. So, es reicht ja, wenn er dazu meine Einheit dazu bringt, dass sie mehr feuern können. Das wäre schon ein Problem genug. So. Jetzt haben wir das Problem, dass meine Artillerie eben schon angeht. Das ist schon deswegen in diesem Artilleriekampf gegen den Feind total unterlegen ist und ich muss jetzt einfach hoffen, dass sie nicht stirbt. Ja genau, das ist nämlich der Punkt. Das ist jetzt wieder genau so etwas, das ganz schlecht ist. Also, ihr müsst wissen, ich muss jetzt dann doch
verbesserte, also gepanzerte Artillerie bauen, weil der Feind jetzt den Artillerie versus Artilleriekampf führt. Und es ging KI eigentlich relativ einfach. Und gegen meistens Match, ich spiele auch. Ihr müsst quasi einfach nur eure Einheiten so ein bisschen besser verteilen als er. Problem ist nur, zwei Dinge. Der Feind hat einfach stärkere Einheiten aufgrund des Schwierigkeitsgrades. Und zweitens, meine Einheiten werden hier gestört. Das heißt, durch die Infanterie gerade haben die quasi angefangen, sich nach links und rechts zu bewegen. Und haben aufgehört zu feuern. Das heißt, ich habe halt diese erste Salve verkackt und dadurch jetzt quasi auch dann den Luftkampf vollumfänglich verkackt. Das ist ein Problem. Und deswegen brauchen wir jetzt leider doch gepanzerte Artillerie. Und ich denke mal, sogar Panzer wären hier jetzt kein Fehler. Genau, die Haubitze kann man eigentlich nur zurückziehen. Tatsächlich war ich der festen Überzeugung, dass sie tot wäre, weswegen ich jetzt nicht so viel gemacht habe. Ich denke mal, mit Panzern können wir jetzt doch ganz gut vorrücken. Sollten mit der Pack unbedingt mal greifen jetzt Nachschubfahrzeuge von mir. Achso, hier. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck, bleib doch stehen. Oh, was war das jetzt? Klar, ich weiß, was die Einheit gemacht hat. Oh, wir können Königstiger bauen. Ich denke aber, normale Tiger reichen. Dann ändere ich meine Meinung zu dem, was ich vorher gesagt habe. Wenn wir natürlich Tiger bauen können, ohne sie erforschen zu müssen, dann sieht das Ganze gleich anders aus. Ich glaube, es ist besser, wenn wir die Kaserne einfach ausschalten. Dann bauen wir jetzt hier ein, zwei Tigerchen und dann ist da drüben eigentlich alles geklärt. Hier bringen wir mal die Pack ran. Die kann die leichten Einheiten ausschalten. Die schweren, meine ich. Sonst gut ist, die Stuck geht auch nicht sofort kaputt, wenn man mal einmal ein bisschen dagegen pustet. Dann haben wir hier noch Panther. Okay, die sind natürlich auch gut gegen die Infanterieabwehr. Jetzt haben wir hier genügend Listen, um einmal den hier zu machen. Müssen mich da jetzt durch. Problem ist, sobald wir hier einmal einen Angriff starten, macht die KI auch ganz dubiose Dinge. Ja, da fängt jetzt an, mein erstes Kfz anzugreifen, was ganz schlecht ist, weil ich die Infanterie da drüben noch aufhalten muss. Oh scheiße. Oh nein, da müssen wir schnell Infanterie produzieren. Also so viel wie möglich. Hier müssen wir in die Stadt rein. Okay, das war jetzt wahrscheinlich billiger. Also die Einheit. So. Denen quasi zu erlauben, das zu erobern, weil das Flugfeld zurückzuerobern kostet uns eine Infanterie, aber da deren Infanterie ja stärker ist als unsere. Das ist quasi ein One-to-One-Trade, was ja irgendwie deutlich sinnvoller ist. So. Okay. Stuck muss jetzt auf jeden Fall hier die Sachen ausschalten. Ja, das Flugfeld zerstört er hier gleich, aber das ist nicht schlimmer. Wir können da hinten Flugfeld nachbauen. Und ich denke, ansonsten sieht es hier auch recht stabil aus. Pack steht hier nur wirklich schlecht. Was für ein Monster. Das geht. Hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. So. Okay. Sobald nämlich die Panzerwehr da drüben ausgeschaltet ist, können wir nämlich das Nachschubdepot hier bauen. Und das brauchen wir ganz dringend. Ein frontales Aufeinandertreffen mit diesem Mauspanzer können wir nicht gewinnen. Wir müssen die Gerücht. Aufklärung ausschalten, damit sie blind agieren müssen. So, perfekt, damit die Panzerabwehr ausgeschaltet. Und ihr seht halt hier auch schon. Oh, bitte Überfallangriff. Ja, perfekt. So ein dreifach Angriff gegen den Mauspanzer tut ihm halt auch weh. Hoffentlich kann ich so schnell auf mich feuern. Nein, mein Panther, ich liebe den Panther. Oh, oh, Aufklärung vom Feind. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich hätte sonst Terror draufziehen müssen. Wenn es quasi so nicht weiter funktioniert hätte. Okay, ich denke mal, eine Kombination aus Panzerabwehr, Infanterie, Aufklärung und zwei Tigerpanzern sollte ich ja auch ganz gut aufräumen. So,
Und ich glaube, ich nehme das Geld jetzt mal in die Hand und baue ein Flugfeld. Und wenn die Pack hier weg ist, dann denke ich mal mit so einer Handvoll Tiger auch recht viel Spaß. Wichtig ist, dass wir die Pack da drüben haben. Die räumt nämlich auch ein bisschen auf. Und ich konnte tatsächlich entspannt das Nachschubdepot bauen. Das ist doch mal schön. Die eigene Infanterie müssen wir jetzt natürlich nicht mehr gefährden als nötig. Deswegen bringen wir die schnell in den Wald da rein. Hoffen, dass wir vielleicht ein, zwei Einheiten verlieren und mehr nicht. Holen wir uns auch mal das Nachschubdepot. Beim Flugfeld werden natürlich dann gleich die guten Einheiten erforscht. Das sah doch jetzt gar nicht so schlecht aus. Hier können wir noch schnell das MG-Nest und dann die Panzerbasis zerstören. Dann können wir da einmal außen rum. Ich würde sagen, das Flugfeld braucht gerade ganz schön lange. Können wir noch mit der Infanterie reingehen. Ich denke mal, wir fügen dem Feind aktuell deutlich mehr Schaden zu, als er uns, zumal wir mehr Nachschubdepots haben. Und ich hoffe einfach nur, dass diese Rechnung hier auch so funktioniert. Ich würde mal behaupten, der Feind hat da auch Tigerpanzer aufgestellt. Ich würde zumindest erklären, warum der so eine hohe Reichweite hat. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, okay. Mit ein bisschen mehr Infanterie, als ich erwartet habe. Da bauen wir jetzt noch einen Panther hin und schicken ein bisschen Infanterie rein. Ansonsten bauen wir Düsenjäger. Okay, es sind tatsächlich Panther. Wir haben aber nur 450 Meter Reichweite. Eigentlich hätte er gar nicht so easy vorrücken dürfen. Jetzt ziehen wir uns halt wieder ein bisschen zurück. Das ist jetzt ärgerlich, das ist jetzt unschön. Da habe ich jetzt auch ein bisschen viel Geld verschwendet. Das ich gerne jetzt doch wieder hätte, wegen der Luftwaffe. Da brauchen wir auch mal den billigeren Aufklärer. Das ist zwar meistens nicht so sinnvoll. Wir brauchen jetzt einfach Sicht und ich habe kein Geld von SDKFZ. So, der Punkt ist der, wir können mit dem Panther nämlich hier reinschießen. Der Panther ist ganz gut gegen Infanterieabwehr. Da drüben können wir mal die Luftabwehr abschießen. Ah, die Luftaufklärung, das macht ja wahrscheinlich auch vieles einfacher. Jetzt brauche ich Sicht. Ach ja, so ein Düsenjäger. Kann der Feind wenigstens nicht so einfach weg... Okay, ich brauche Sicht. Okay, ich habe Sicht. Okay, den können wir auch mit einer Stucke ausschalten wahrscheinlich. Wir dürfen keine funktionstüchtigen Einheiten hinterlassen. Wenn Stalins siebte Abteilung diese Monster in die Hände bekommt, wird es haarig. Oh fuck. Ja, der Mauspanzer macht hier ein bisschen mehr Schaden als normalerweise im Multiplayer. Mit der Panzerabwehr und der Stuka, die gleich kommt. Und wir mit dem Tiger auf jeden Fall den kaputt bekommen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Okay, doppelter Überfallangriff plus Luftwaffe. Das sieht gut aus. Okay. Wir können aber das Nachschubdepot halten und das ist das Wichtige. Ich würde jetzt nochmal einen Jagdflieger bauen und dann nochmal ein paar Jagdbomber. Und eigentlich bräuchten wir halt langsam sicher mal sowas wie Aufklärung. Die ist jetzt die, dass wir mit der Infanterie nah genug rankommen, um hier... Wobei, wir können auch einfach zwei Jagdbomber draufschicken. Wir sehen jetzt hier direkt, wie seine Einheiten einfach besser sind als meine. Also ich habe quasi vor ihm geschossen und mein Panther hat quasi verloren trotzdem. Dasselbe Einheit. Das ist natürlich übel. Brausitz, wo sind wir denn hier jetzt wieder? Achso, ist immer noch Handschlag an der Elbe? Ja, okay. Echte Witz. Klingt irgendwie wie da, wo ich gerade bin. Immer diese TZ-Namen in den Ortschaften. Ja, ich brauche den Luftaufklärer. Ich investiere gerade eben mehr, als mir lieb ist. Und damit kommen wir wenigstens sicher voran. Also man kann auch einfach rechts durchpushen. In meinem ersten Run habe ich es ganz gut geschafft, einfach nur das einzunehmen und mit Infanterie dann hier vorzurücken und alles zu erobern. Das hat traurigerweise echt gut funktioniert, aber es ist irgendwie nicht so ganz mein Spielstil.
Deswegen machen wir das jetzt anders. Und zwar kontrolliert. Ein bisschen auch wie die Amis das machen würden normalerweise. Die Deutschen. Das 5. Gebirgskorps kontrolliert das Zentrum. Uns erwarten erbitterter Widerstand und modernste Waffen. Ich muss schon mal die Panzer 3 bei rauspicken. Das hat schön an Luftüberlegenheit. Ah, stimmt, das ist auch eine Scheineinheit. Dann müssen wir die Pumas rausholen. Jetzt haben wir gleich Luftüberlegenheit. Können wir nämlich auch einfacher die Städte hier clearen. Dann passt das. Ich würde immer noch ganz gern wissen, wie man hier, ob man die angreifen kann. Aber ich will es jetzt auch nicht provozieren. Genau, an alle, die Interesse haben an Rouge-Runden, auf unserem Discord finden da regelmäßig Runden statt. Und es gibt ein Rouge-Turnier tatsächlich. Kann der Tiger da drauf schießen vielleicht? Das wäre sehr praktisch. Kann ich hier links rumfahren? Nee, kann ich nicht. Okay, ich hatte gerade eben Angst, dass die Panzer sich auf uns zubewegen. Tun sie aber tatsächlich nicht. Das heißt, wir können jetzt... Das ist jetzt wieder sehr typisch amerikanisch. Einfach mit der Luftwaffe alles clearen. Bevor wir irgendwas anderes machen. Das heißt, wir schießen übrigens auch für Multiplayer-Runden sehr zu empfehlen. Dem Feind immer erstmal die Aufklärung weg. Und man selber darf natürlich nie die Aufklärung verlieren. So, dadurch, dass sie mich nicht sehen, der Angriff der Infanterie jetzt wahrscheinlich auch ziemlich fatal sein. Genau. Hauptsache, der Feind ist blind. Hier habe ich jetzt auch den Vorteil, dass mein Panther gegen seinen gewinnt, weil mein Panther einfach weiter schießen kann. Und die Stukas sind so hochgradig effizient, eigentlich ist ein Verbrechen, nicht noch mehr zu bauen. Und lächerlich ist immer, wenn die Panzer dann auf einmal aus der Stadt raus, aus dem Wald rausfahren, obwohl sie ja im Wald relativ sicher waren. Düsenbomber, die Nachschubdepots verteidigen. Ja, ja, die müssen wir auch abschießen. Und mich gleich noch mehr. Fuck. Verdammt, wir haben ihn nicht abgeschossen bekommen. Oh, da kommt Mauspanzer. Nicht gut. Ja, das war's mit meinem Tiger. Naja, aber es sieht ganz gut aus. Ich denke mal, wir haben jetzt auch noch Geld. Natürlich dann die Überlegung, ob wir auf Königstiger gehen, ob wir uns da den Luxus leisten, um quasi durchzubrechen, oder ob wir jetzt einfach einen Panther-Spam machen, weil der Panther ist, glaube ich, preis-leistungsmäßig deutlich besser. Hat auch Panzerungsstufe 4, so wie der Tiger. Hat ein bisschen weniger Schaden, dafür kann man mehr bauen. Ich denke mal, Panther-Spam mit ist so, das ist ein Einheitentyp, den ich mag. Das heißt, das machen wir jetzt so. Können wir auch mal die Infanterie vorziehen, also generell die komplette Front hier einmal verlegen. Hier würde ich ganz gerne endlich mal die Stadt erobern und die Panzerabwehr vorbringen. Bringen wir die Luftwaffe in die Luft. Dann nehme ich schon wieder Düsenbomber. Nicht gar nicht gut. Weil wenn der nichts abwerfen kann, kann der andere noch keinen Schaden anrichten. Der kann zwar auf irgendwas drauf gehen, aber er wird es nicht kaputt bomben. Fuck. Ja, dann müssen wir uns den halt nochmal vorknüpfen. Naja, jetzt würde ich erstmal sagen, gehen wir mit den Stukas hier auf den, den Mauspanzer drauf. Was da wahrscheinlich die Infanterie getan hätte. Jetzt können wir hier noch was einnehmen. Dann können wir jetzt gleich zwei Offensiven auf einmal starten, würde ich sagen. Wir haben auch noch alle vier Listen übrig. Offensive 1 würde wie folgt funktionieren. Es wäre quasi meine Panzerarmee, die jetzt hier gleich fertig ist. Linksrum werden wir gleichzeitig mit der Infanterie hier rechts durchpushen, die Luftwaffe unterstützen und das Ganze kombinieren mit Blitz und Fanatismus. Dann passiert da nichts mehr.
Ich glaube, wir haben jetzt auch den Peak unseres Wohlstands demnächst erhöht. Erreicht, meine ich. Heißt, arg viel mehr kommt da nicht mehr. Ich würde ganz gerne die Infanterie da noch raus haben. Das ist jetzt, ich löse das gerade mal auf die ineffektivste aller Weisen. Oh Gott sei Dank, wenigstens erledigt. Okay, weil der Punkt ist der. Ich würde ganz gern, wenn ich hier Sicht habe, hier den Aufklärer hinstellen. Da sehen nämlich meine Pumas was. Panther. Jetzt kann ich das hier da anbringen. Und dann können wir hier mit Blitz und Fanatismus mal schön mit Infanterie gegen spammen. Luftwaffe kommt da auch hoch. Panzerabwehr steht. Und links kommt die Panzeroffensive. Und da haben wir ein Hauptquartier erobert. Das heißt, rechts überrennen wir den Feind mit Infanterie. Und links überrennen wir den Feind mit Panzern. Wir haben wahrscheinlich so viele Panzer inzwischen, dass wir sogar einfach auf den Mauspanzer drauf fahren können. Weil er jetzt halt immer noch, er macht immer noch gleich viel Schaden, aber er macht quasi weniger Schaden auf die einzelne Einheit betrachtet. Hier ist jetzt mal so eine Situation, wo fehlendes Fanatismus ganz gut ist, wo man sich das Micromanagement sparen kann und hier sterben nur Einheiten, wenn sie. Na, vielleicht machen sie ja noch Schaden, wenn sie abstürzen. Und jetzt haben wir den da drüben. Vermutlich nichts, was wir nicht mit 8-8 ausschalten könnten. So, haben wir Düsenbomber? Nee, kann man auch nicht erforschen. Wir haben leichte Bomber. Das ist, glaube ich, eher sowieso ein Luftabwehr. Okay. Was wir brauchen da drüben eigentlich nur noch Aufklärung und die 8-8. Da drüben die Luftabwehr weg. Hier kann ich auch mal von hinten so leicht spähen, was da Sache ist. Hallo Jorim. Okay, wir müssen jetzt aufpassen mit dem Puma. Nicht, dass der hier mir gleich die Aufklärung zuschießt. Falschmäge müssen wir forschen. Ist aber egal. Kann man trotzdem machen. Die da hinten anbringen. Wobei, nee, braucht man nicht. Wir können da auch Infanterie durchschicken. Das geht genauso schnell. Es geht wahrscheinlich sogar schneller. Okay, dann schießen wir hier die Aufklärung weg. Okay, würde ich sagen, rennen wir mal hier rein. Wir dürfen nur nicht automatisch Feind auf Gebäude anhaben, weil wir müssen hier auf jeden Fall noch was ausschalten. So, den Düsenbomber, den sollten wir jetzt abfangen, allerdings sollten wir ihn auch nicht zu früh abfangen. Ja, genau, weil sonst passiert das. Ärgerlich. Okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen risikoreich vor. Und rück hier vor, wo ich nicht alles sehe. Oh nein, die zerstören das. Die zerstören, ja, genau. Okay, dann erobern wir das jetzt, bevor gleich irgendwer dieses Gebäude zerstört und wir deswegen die Mission verlieren. Das wäre natürlich katastrophal. Aber ja, ging doch. Ja, aber es gibt noch mehr Schwierigkeiten. Die Russen stellen sich uns in den Weg. Sie wissen vom Forschungszentrum. Die Eroberung war einfach. Das Halten wird schon schwierig. Okay, jetzt bedeutet, wir dürfen im nächsten Part gegen die Russen kämpfen. Das wird, denke ich mal, spannend. Dann hoffe ich, dass euch der Part gefallen hat und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.